Die Medienindustrie heute ist in sich stark genug, um das Thema Innovation auch wirklich massiv vorantreiben zu können. Es ist halt ein bisschen fragmentiert, das ist das eine, auch mit Partikularinteressen ganz klar. Aber grundsätzlich also ist die Medienlandschaft aufgestellt, auch wirklich große Dinge angehen zu können. Von daher gesehen bin ich da sehr optimistisch. Auch deswegen bin ich auch gerne in der Medienbranche heute, weil eigentlich so das die wirklich spannende Zeit ist, wo wir von der ersten technologischen Disruption, also dass wir sagen, wir transportieren Inhalte nicht mehr auf Papier, sondern wir transportieren sie digital, jetzt eigentlich hinzukommen, neue Businessmodelle, neue Nutzerkonzepte und wirklich Mehrwerte zu schaffen, digital, auch da uns kreativ ein bisschen austoben zu können, weil so ein bisschen die letzten 10 Jahre, die Konsolidierung hat stattgefunden. Wir wachsen wieder und sehen da eben auch viele, viele positive Impulse im Markt. Und das ist eigentlich genau der richtige Zeit, um zu sagen, so jetzt legen wir noch so einen Brandbeschleuniger mit rein. In der Musikindustrie hat man so, man nennt es the lost decade, 10 verlorene Jahre. Die hatten wir hier, glaube ich, auch zum Teil. Da sind einfach Weichen gestellt worden, wo man vielleicht den einen oder anderen Leser und auch jüngere Zielgruppen nicht abgeholt hat. Und ich glaube, das müssen wir einfach wieder gut machen und uns auch wirklich über den Tellerrand gucken, was passiert in anderen Ländern zum Beispiel. Das Gute ist, dass die Medienbranche sich sehr stark austauscht. Dennoch machen viele einfach so ihr eigenes Ding. Und ich glaube, das ist so da, wo wir hin müssen, und das ist eine Chance zu sagen, vielleicht nicht gerade bei den Inhalten, weil im Inhalten und über die Marken wollen wir auch differenzieren und auch spezielle Zielgruppen ansprechen. Aber es gibt viele, viele Technologien und Innovationen, die kann man sicherlich auch plattformübergreifend und auch markenübergreifend gemeinsam besser stemmen. Und ich glaube, diese Innovationskultur und diese Offenheit und auch diese gedanklichen Freiräume zu schaffen, das ist also für mich ein ganz wichtiges Ziel, und ich glaube, da merke ich es auch, so eine Strömung. Journalismus erlebbar machen heißt nicht immer nur, jetzt den richtigen Inhalt zu liefern, sondern ihn auch auf die richtige Weise wirklich zu servieren und schmackhaft zu machen, und dass ich einfach Lust habe, unabhängig von den Inhalten, einfach weil es so gut mir gebracht wird und gezeigt wird und es toll einfach auch in der App ist und dargestellt ist, und es ist auf dem Handy, nutze ich alle Funktionen, dass es sich auch gut anfühlt, dann macht es halt wirklich Spaß. Und so ein bisschen das Thema Gamification und auch Entertainment mit reinzubringen, auch wenn es um seriöse Nachrichten geht, das ist einfach den Anspruch, den wir heutzutage erfüllen müssen. Aber dennoch heißt es für mich nicht, dass ich flacher werde, sondern ich reduziere einfach die Barriere zu den Inhalten wird flacher. Die Inhalte selber nicht. Und die Darreichungsform, also ich, auch wenn man sagt, man, heute liest man einen Artikel über 2, 3 Seiten als recherchierten Themenbericht, dann kommen noch Kommentare dazu. Vielleicht macht man das eher mehr in Serienform, dass man auch über den Tag hinweg, je nachdem, wie ich mich gerade befinde. Ich kann im Auto heutzutage schlecht eine Zeitung lesen, auch eine App, das ist mit ohne autonomem Fahren noch schwierig möglich. Kann ich das irgendwie unterstützen, dass ich einen Teil von dem, was wir eigentlich kuratiert auch mitteilen wollen, eben so darreichen, dass du sagst, ja, es macht mir Spaß zuzuhören, weil ich mich gerade im Kontext befinde, wo es mir leicht fällt, auch da Zugang zu finden. Das ist eigentlich so der Punkt. Und heißt nicht, dass wir an Tiefe verlieren wollen. Auf keinen Fall. Personalisierung und Chatbot. Warum ist das eigentlich wichtig? Wir merken halt, dass die Gründe, warum Leute nicht mehr lesen oder weil sie auch dann ein Abonnement kündigen, ist nicht, weil sie nicht meinen, das ist das nicht wert oder der Preis wäre zu hoch, sondern es ist eigentlich, ich habe keine Zeit. Und genau dieses Zeitschaffen, das geht halt auch sehr stark mit Personalisierung, mit Chatbots. Also wie komme ich eigentlich an die für mich relevanten Inhalte, möglichst einfach. Und das haben, ob jetzt Film oder Musik, schon seit Jahren verarbeitet von Big Data, Clustern von Informationen, sodass es eben ein für mich zugeschnittenes Angebot ist. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sehen aber auch,
Beispiel jetzt Facebook und Fake News und Filterbubbles, also ne, weil ich in meiner eigenen Blasen stecken bleibe. Es gibt auch ein bisschen Grenzen und muss eine Balance sein. Also das ist ein extrem spannendes Feld. Auch, würde man sagen, ergebnisoffen, wie weit man jetzt das Pendel in die eine oder in die andere Richtung bewegen wird. Das Thema Monetarisierung und Erlösmodell ist natürlich ein ganz wichtiges bei dem Thema auch digitale Transformation. Also was wir bisher sehr erfolgreich gemacht haben, ist auch schon eigentlich von dem Ursprungsgedanken wegzugehen. Und unser Herausgeber Gabor Steingart hat neulich gesagt, auch im Haus, wir denken immer, Print ist das eigentlich Tradierte und Alte. Aber wenn man mal ganz zurückgeht, ist es eigentlich das Storytelling. Es ist eigentlich die mündliche Überlieferung. Und das heißt, wir hatten eine sehr lange Zeit, wo eigentlich das gedruckte Wort sozusagen der effizienteste und meistgenutzte Weg war, um Inhalte und Informationen, Nachrichten zu transportieren. Und das hat sich einfach radikal verändert. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir wiederum zurück zu diesem Storytelling kommen. Und dass wir da das Storytelling eben nicht nur sagen, das ist jetzt eine digitale Ausgabe oder ein E-Paper oder, sondern das ist eigentlich das Gesamtbild von dieser Story. Und wir machen sehr viele Veranstaltungen heutzutage, die wir zusammen mit Partnern machen, die wir zu bestimmten Themenbereichen machen, das sind über 200 im Jahr, wo der Qualitätsjournalismus im Mittelpunkt steht und natürlich auch das gedruckte Wort oder das geschriebene Wort einen ganz wichtigen Bestandteil hat. Aber wir monetarisieren im ersten Schritt nicht unbedingt das geschriebene Wort, sondern eigentlich über ganz andere Facetten, die sich um dieses Thema kreisen. Und genauso ist es digital. Das ist so ein bisschen das Ziel, zu sagen, auch die digitale Community um ein Thema raus. Ich suche ja auch so ein bisschen, wenn ich mich für Inhalte interessiere, auch eine Rückspiegelung von meiner Meinung und auch eine Rückkopplung und einen Austausch. Und genau das, diesen Gedanken zu erzeugen. Und da kann man natürlich einmal, das ist für mich der Ausgangspunkt. Und dann daran angekoppelt, kann ich natürlich sehr viel auch an Monetarisierungsmöglichkeiten andocken, wenn ich dieses Engagement, also diese Bindung habe. Und viele Erlösmodelle kennen wir heute noch gar nicht, die kommen werden, aber der Ausgangspunkt, eigentlich dieser Kern, sind halt die Inhalte und die Auseinandersetzung mit den Inhalten, die Community drumherum. Und das ist, glaube ich, das, was für uns als Medium das Entscheidende ist. Und wo dann die Wertschöpfung oder mit wem daran angedockt stattfindet, das wird dann genauso ein Teil vom Innovationsprozess sein, wo wir einfach auch offen rangehen müssen. Also meine Startup-Zeit hat mehrere Phasen erlebt. Also die erste war der Dotcom-Boom, also Mitte der 90er. Da war im Verhältnis zu dem, was an Unternehmen und Startups und Ideen vorhanden war, eigentlich genügend Kapital im Markt, zumindest für die Anfangsfinanzierung. Das war ja auch eine kleine, sehr wilde Zeit. Es hat sich dann über die letzten 20 Jahre eigentlich dahin entwickelt, dass man doch etwas risikoärmer wurde wieder, auch im Venture-Capital-Bereich. Also man findet eigentlich hier gut so die Late-, die Spätphasenfinanzierung und wenn schon ein Modell schon validiert ist. Es gibt das Gründerproblem heute ist eigentlich viel mehr, wie kriege ich eigentlich eine Idee aus der Garage mal raus, aus dem Kopf raus und den ersten Prototypen entwickelt. Ne? Es gibt immer mehr Inkubatoren, Acceleratoren, auch das finde ich auch gut aus Corporate-Sicht. Nur für die großen Ideen, die wirklich auch zum Teil ein bisschen brauchen, fehlt uns da noch ein bisschen was. Und das habe ich jetzt einmal erlebt, in meiner ersten Unternehmensgründung hat es genau gepasst. Da haben wir eher das Problem gehabt, dass wir zu viel Kapital angeboten bekommen haben. Nee, wir wollen das eigentlich, wir wollen Kontrolle behalten, wir wollen das eigentlich eher stetig wachsen lassen. Das war jetzt auch ein B2B-Modell, das hat ja gut funktioniert. Im anderen Fall, das war ein B2C, da ging es um eine Plattform, um Skalierung. Thema, das war eigentlich immer so der Spruch, get big or get out. Nur für genau so ein Thema, da haben sich sehr wenige Investoren angewagt. Und das zeigt so ein bisschen auch für die ganz großen, auch wirklich kapitalintensiven Projekte, fehlt dann manchmal dann auch wirklich so die Investment-Community und die Bereitschaft, da mal wirklich in so ein Thema ganz, ganz groß zu denken.